Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World The Game. Wir können auch sofort loslegen. Wir sind ja letzten hier stehen geblieben. Den haben wir auf Stufe 34 bisher gebracht. Können wir natürlich auch weiter hochbringen, aber müssen wir noch nicht. So, denn wir gehen kurz mal hier hin. Also, wir werden gleich kämpfen. Ja, es gibt ein Megistrotherium zu gewinnen. Werden wir gleich hingehen, aber wir haben ja hier aufgehört. Und zwar haben wir den nicht hochgebracht. War klar. Wie gesagt, der kann auch noch länger drin bleiben, denn der soll noch höher kommen. Wir haben jetzt bis jetzt von denen haben wir... Okay, die haben wir. Also bedeutet das, uns fehlen noch zwei Stück von denen. Alles klar. Okay, sollte kein Thema sein. Dann... Ja, okay, den brüte ich jetzt ganz kurz aus. Den habe ich auch nochmal extra hier vorbereitet gehabt. Aber wofür auch? Und dann den neuen. Terrobird? Kann man es so sagen, ja? Den Forus... Keine Ahnung. Forus Rakos. Oder Forus Rach. Ja, keine Ahnung. Forus Rach. Ich denke mal, so wird es schon heißen. So. 207 zu 65. Geht auf jeden Fall klar. So, wir gucken mal ganz kurz. Das ist ja unser eine Terrabird, den wir hier haben. Und ich denke mal, der wird fast genauso ausschauen. Ne, der ist dünner. Eieiei, Kollege, du musst kurz mal was essen. Los. Komm, Baby. Ey, sieht aber besser aus. Finde ich. Sein Skin ist geiler. Komm, iss ruhig. Du kannst ruhig mehr gebrauchen. Warte, Kleiner, hier. Nimm alles, Mann. Du bist Knochen. Du bestehst nur aus Haut und Knochen. Ist halt so. So, warte mal ganz kurz, ein kurzer Blick mal. Oh ja, der wird eben geil ausschauen. Okay. Also, die haben wir schon mal alle fertig. Nee, warte mal. Ah, gucke mal. Aber leider ist besetzt. Ja, Freunde, ihr habt ja letzte Folge gemerkt, ich habe über 10.000 Punkte. Ja, aber bevor wir das machen, versuchen wir das hier zu schaffen. So, und ich denke, Gigantopis? Alter, geil, eine Schlange. Oh, wartet mal, es gibt gerade Angebote. Ich level gerade die ganzen Dinos hoch, bevor ich jetzt reingehe. Aber wir brauchen kurz einen Wasserdino. Ah, hier ist er. Nice, holen wir uns. Warte mal, kann ich noch einen Dino in Rabatten? Ja, nice. Warte, wir brauchen ja noch einen davon. Pass auf, ich kaufe den zweimal. Let's go. So, dann können wir den für die nächste Folge schon mal auf Stufe 40 bringen. Ja, es ist möglich. Und ich glaube, ich habe jetzt jeden auf Level... Ja, aufgelevelt. Nee, nicht ganz. Okay, jetzt können wir loslegen. Wir könnten es mit denen schaffen. Let's go. Okay, höchste Konzentration. Nicht vorspulen. Giraffe, Baby. Zeig, was du kannst. Schade, ey. Schade. Ich dachte, ich krieg dich mit One-Hit. Aber ist egal. So, come on, Baby. Ich bin bereit. Ich will die Schlange sehen. Ich glaube aber, wir haben sie schon mal gesehen, oder? Nee. Alter, warum ist das gerade alles so schnell? Okay, er hat einen Punkt gehabt. So, wir müssen jetzt aber leider wechseln, weil ansonsten sterben wir. Schwein, Baby. Pumba, du bist auf meiner Seite. Zwei Punkte können wir leider ihn nicht töten. Es geht gerade so schnell alles. Irgendwie die Bewegungen von der. So, zwei Punkte, Baby. Come on. Ich wusste, du wechselst. Bambi, hi. Wie geht's, wie steht's? So, okay. Ein Punkt hat sie aber nur. Wir nehmen mal ihn. Okay, jetzt kriegen sie aber eine Trachtprügel. Und zwar 1, 2, 3. Und Aufspann natürlich. Bam, bam, Bambi. Dede. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Okay, Giraffe, moin, moin. Oh Gott. Okay, ich weiß, du wirst mich jetzt töten, aber ist nicht schlimm. Ich habe damit schon gerechnet. Ja, sie benutzt auch noch alle Punkte. Du Missviech. Ich töte dich jetzt. Ah, wir schaffen das schon. So, pass auf. Dann machen wir doch mal 1, 2 und den Rest natürlich aufsparen. Für die wunderschöne Schlange. Aber Pumba kümmert sich darum. Oder vielleicht unser Deinotherium? Nee, auf keinen Fall. Ja, die sieht aber auch nice aus. Wie aus dem Dschungelbuch. Oh. Tat ein bisschen weh. Schade, ich hätte gern ihr finalen Angriff gesehen. So, Pumba. Du kannst loslegen, okay? Ja, er ist schon richtig aggressiv. Ja, hier, friss sie auf. Komm, ich weiß, du magst es. Komm, Schlangenfleisch. Yo! Oh, hat aber nicht so sehr geklatscht. Aber er freut sich. Okay, 40 DNA. Danke dafür. So, wir müssen jetzt noch einmal müssen was schaffen. Aber ich denke mal, mit den dreien sollten wir es easy schaffen. Ja, guck mal, Glyptododon. Glyptododon. Der sieht cool aus. So, ich denke mal, das sollte... Ja. Wir gehen rein. So, mal gucken. Ey, da bin ich... Ach, was ist das denn für ein kleiner Vogel? Hi. Ach, Kacke.
Ach schade, es fehlen nur noch ein paar Punkte, dann wäre er tot. Aber er wechselt eh. Komm, wechsel. Ich weiß, er macht es nicht. Okay, wir sparen. Hä, okay. Ich hätte jetzt gedacht, er wechselt. Was ein Vollidiot. Oh Gott. So kann er mich auf keinen Fall besiegen. Alles klar, wir machen den jetzt mal ganz kurz weg. 1, 2, 3. Und den Rest sparen wir wieder auf. Bye, bye, Terrorbird. Bye, bye. Ich nenne sie halt alle so, weil die sehen halt fast alle gleich aus. Hi, alter Mann. Er sieht wirklich so aus, als ob er älter ist. Ist aber nicht schlimm. Oh, coole Geräusche, alles klar. So, okay. Ein Punkt hat er noch. Gar kein Problem, er ist tot, Mammut. Nee, er lebt noch. Aha, aha, aha. Warte mal ganz kurz. Brech seine Schale auf. So, und zwar ein Punkt hat er ja noch. So, brech seine Schale auf, los. Saug ihn aus. Ah, oder mit den Füßen. Ich glaube, das war wirklich früher die Leibspeise. Kann man so sagen, Hauptspeise, I don't know. So, jetzt haben wir Bambis Vater hier. Wir haben ein klitzekleines Problem. So, 3 Punkte hat er ja noch aufgespart. Merken. Nee, müssen wir gar nicht merken. Zäh. Hyenadon mit 608 im Angriff. Todesblick. Let's go. Ach, schade, macht er gar nicht. Schade. Ja, das ging ja schneller als gedacht, ne? Stufe abgeschlossen. Du erhältst Megistoterium. Gib mal her hier. $100. Danke. 400 DNA. Kriege ich auch wieder etwas zurück. Und einen neuen Dino, ey. Freut mich. So, pass auf. Dann können wir es ja so machen. Warte. Sieht fast so aus wie der andere Hund. Bloß einen breiteren Blick hat er. Sieht komisch aus, der Hund. Aber ist gut, ist gut. Ich freue mich. So, das kann sich kurz Owen drum kümmern. Das nehmen wir ganz kurz mit. So, denn jetzt haltet euch fest. Wartet mal. 20.000 kriege ich den Baryonyx. Ach, der Baryonyx ist hier auch drin. Ja, komm, Freunde, ich mache es. Oh mein Gott, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein! Ach, come on, für 10.000 Punkte ihn. Nein, come on, bitte nicht. Habe ich, ich glaube, ich habe ihn schon, oder? Ach, ein kleiner Flugsaurier. Och, no. Na, dann zeig dich mal, Eudimorphodon. Oha! Oha! Alter, der... Oha! Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir brüten ihn aus. 5 Stunden. Ey, der ist ja heftig stark. Okay, wir können ihn zwar jetzt nicht leider sehen, aber wir können ihn schon mal hochbringen. Haben wir auch noch nicht gesehen. Let's go. Ich glaube, einmal können wir es versuchen. Wir brauchen noch ein paar Mal... Nein! Okay, ich habe ein bisschen Geld rausgeschmissen, aber nicht schlimm. So, Baby, zeig dich. Oh, schöne Farbe, aber hier ist so dunkel. Warte mal, lass mal reingehen. So, das ist ja Level 1. Das ist er mit Stufe 21, beziehungsweise 50.000. Holy moly, Alter. Der wird recht teuer. Aber ich kann euch sagen, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht richtig gesehen, aber wenn er über die Stufe 30 gekommen ist, er wird bombastisch ausschauen. Ich glaube, der wird eine schöne Veränderung machen. Aber wir bringen ihn kurz mal ganz... 505, 237. Stärkste Viech von uns. Stärkste. Also unter Wasser. Ach, guck mal, sogar den Alanga könnten wir sogar nochmal auf 40 bringen. Okay. Tja, das habe ich auch gleich vor. Wir kennen ihn ja schon. Einmal können wir machen. Okay. Naja, ist ja nicht selten. So, Freunde, da haben wir ihn wieder. Auf seine Stufe 40. Naja, noch nicht ganz Stufe 40, aber wenn wir das ein paar Mal hochklatschen, zack, ist eine wunderschöne wieder auf seine Stufe 40. Wen haben wir denn eigentlich nochmal gekreuzt? Ach, mit den Alangasaurus. Also mit dem Mayunga. Aha. Voll vergessen. Okay, dann haben wir das ja schon mal alles vorbereitet und wir gehen kurz in den Kampf, beziehungsweise Kampfstufe 49. Easy. Bam, bam und the bam. Die nehmen wir mit. Let's go. 60.000 kostet es nur. Gar keine Problem für mich. So, Parasaurolophus. Genau, so heißt er. So, kann man leider nicht mit einem Schlag töten. Ne? Gar kein Problem. Aber wird jetzt eh wechseln zum Raptor. War mir schon klar. Oha. Er hat den auf Stufe 40. Mir egal. Mir egal. Glaubt er, der hat eine Chance gegen mich? Nein. Hat er nicht. Weil er hat keinen Plan, was er macht. So, 2 Punkte, Baby, come on. Das war's für dich. Sollen wir sehen. 1, 2, 3.
Und 1-2. Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch gerechnet habe, aber ist gar kein Problem. Töte ihn. Zack. 1700. Ich glaube, einmal zu viele angegriffen. I don't know. Na, egal. So, Para, was machst du? 4 Punkte. Du hast eh keine Chance. Er hat eh anfangs an schon gar keine Chance mehr gehabt. Ey, warte mal, wie viele Punkte hatte der? Wir sparen ganz kurz mal. Und greif vielleicht ein einziges Mal an. Na, egal. Schade. Daneben. So, Para, zeig deine Punkte. 6 Punkte hast du. Du könntest mich jetzt töten, wenn du alle 6 benutzt. Und das tut er auch. Alanga, wir sehen uns, ne? Okay, gar kein Problem. Nun da. Du bist dran. Er hat keine Punkte mehr. Hast verstanden, ne? Machen fertig. Das muss er noch. Und einmal hier ein paar Mal. Let's go. Para, bye bye. Schön, dich kennengelernt zu haben. Tschüssi. Nächste kann kommen. Ojo, Plozephalus. Hat einen schönen Panzer. Ey, das sieht eh nicht aus wie meiner, so, also so Panzer her. Meiner sieht halt mickrig aus. Und er ist halt der Erwachsene Erwachsenen. Mach ihn fertig. Komm, ich will nicht mehr sehen. Zeig, dass du das stärkere Panzer hast. Ja, siehst du, das war schon. Easy, nun da hast du gut gemacht. 100 DNA. Geil. Und 2000. Ach, stimmt. Wir haben gerade das gewonnen. So, mal sehen. Ichthyos Tega. Den kriegen wir als nächstes. Ja, ja. Es dauert aber noch. Ach, guck mal, sogar den Pari könnten wir hochbringen. Ach, gucke mal an. Machen wir doch einfach mal. Aber wir lassen ihn erstmal wachsen. Ja, Freunde, dann würde ich schon mal sagen, das war's hier von einer weiteren Folge Jurassic World The Game. Wir sind ein Stück weitergekommen. Ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge sehen. Ja, mein Hübscher, ist alles gut. Du bist in der nächsten Folge, wird er hundertprozentig die Stufe 40 erreichen. Ich bin echt gespannt. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.